Sie haben nicht nur die Bilder, sondern auch die Wanddekoration selbst gestaltet für die Spark Art Fair. Genau. Das ist ganz wichtig, weil das sind so Stillleben, die ich gemacht habe, neue Interpretation von Stillleben. Und die Bilder, die Pflanzen, die ich auf die Wand gemacht habe, das sind Herbariumpflanzen, also gepresste Pflanzen. Es geht mir bei dieser Idee um das Konservieren der Pflanzen. Wie sind Sie auf die floralen Motive gekommen, die all Ihre Kunstwerke ausmachen? Grundsätzlich beschäftige ich mich als Malerin mit Stillleben, Porträts und Landschaften. Und die Pflanzen, eben das Stillleben, gehört dazu. Und in letzter Zeit beschäftige ich mich sowieso mit der Pflanzenwelt. Über die Corona-Zeit hatte man genügend Zeit, sich im Wald oder in der Natur aufzuhalten und diese Fragen nach, wo steht der Mensch, wo steht die Pflanze oder gibt es da überhaupt Unterschiede, oder die grundsätzliche Frage nach der Natur, auch nach der Natur des Menschen, wird hier thematisiert, aber auf einer klausulierten Weise. Sie haben einen sehr interessanten Arbeitsprozess, der immer aus spontanen Ideen und sehr bewusst gesetzten Akzenten besteht. Vielleicht könnten Sie ihn beschreiben. Genau, also es ist so, dass ich würde sagen, ich habe so einen, ich mache nicht die ganze Zeit dasselbe, sondern ich habe immer so Themen, die mich beschäftigen. Gesellschaftliche Themen oft, aber es gibt auch immer Bezüge zu der Kunstgeschichte, und dann suche ich einen Weg, genau das richtige Motiv auf die richtige Art und Weise umzusetzen, und daraus entstehen dann Werkgruppen. Und der kreative Prozess an sich, Sie beginnen ja mit dem Schütten von Farben, um dann wieder ganz gezielte Linien zu setzen. Genau, also oft, also nicht immer, aber oft, also dass der Zufall auch eine Rolle spielt und dass ich das einbaue. Und dass es wie so diese Malweise, ich untersuche auch verschiedene Malweisen, und das gehört eben auch dazu.